BEKO Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Der Auftakt der Playoff-Halbfinals in der BEKO BBL. Spiel 1. Spannung bis zum Schluss, ein Overtime-Krimi in Oldenburg. Und Uli Hoeneß klatscht, der starke FC Bayern zu Gast beim deutschen Meister Bamberg. Mit einem echten Paukenschlag starten die Halbfinals der BEKO BBL Playoffs und setzt sich im Krimispiel 1 in Oldenburg nach Verlängerung mit 86 zu 84 durch. Wir sind normalerweise eine Mannschaft, die schön in der Offense spielt, passt und Dreier wirft. Und das war heute nicht möglich. Und dann müssen wir es eben übers Herz oder über irgendwas Hässliches, müssen wir das Ding nach Hause holen. Auf der Point Guard Position ist es das Duell zwischen dem ehemaligen Ulmer Starter Drew Joyce gegen seinen damaligen Backup und jetzigen Starter Per Günther. Und dieser hat mit Joyce einen schweren Stand, denn der erzielt allein 9 seiner 17 Punkte in Viertel 1. Ulm im Gegensatz kommt nur schwer in Fahrt, besonders von außen geht bei den Spatzen zunächst überhaupt nichts. Erst Daniel Theis kann nach 17 Spielminuten und dem 10. Distanzwurf den Bann brechen. Zum Ende des Viertels drehen dann die Gäste auf. Ein 3:12 Lauf inklusive dieses Kunstwurfes von Per Günther. Trotz schlechter Halbzeit Ulm nur 34:35 zurück. Der dritte Abschnitt ist dann der große Auftritt von Oldenburg-Urgestein Ricky Paulding. Der Finals-MVP von 2009 netzt in nur 4:12 seine 18 Punkte ein. Dass sich die Donnervögel dennoch nicht endgültig absetzen können, liegt an Ulmgard Alan Ray. 3 schnelle Körbe des Amerikaners zu Beginn des letzten Viertels in Folge sorgen für den erneuten Ausgleich. Nach seinem 5. Foul und der 9. Führung die Donnervögel im Vorteil. Vermeintlich. Die Schlussphase. 1 Minute zu spielen, Ulm zurück, die Angriffszeit fast abgelaufen. Und MVP John Bryant packt diesen Wurf aus. Der Ausgleich. Nach nur 3 Punkten in Halbzeit 1 ist Bryant mit 24 Zählern Topscorer der Partie. Der letzte Angriff. Oldenburg im Ballbesitz. Findet auch den offenen Mann, doch Burrell verpasst. Und auch Günther kann diesen Wurf nicht versenken. Verlängerung. Und hier ist es wieder John Bryant, der für die Spatzen mit Foul ausgleicht. Der anschließende Wurf von der Linie daneben 84:84. Nach verwandelten Günther-Freiwürfen Ulm in Front. Sekunden auf der Uhr, Oldenburg im Angriff. Kommt aber nicht an Daniel Theis vorbei, der Monsterblock kurz vor Spielende. Die endgültig letzte Chance für die Donnervögel. Ricky Paulding verpasst den Game-Winner. Ulm gewinnt 86:84. Du übst solche Situationen, sodass du vorbereitet bist. Ich war bereit, habe aber einfach nicht getroffen. Ratiofarm geht mit 1:0 in Führung. Spiel 2 in Ulm übertragen Sport 1 Plus und der Livestream auf sport1.de am Samstag live ab 17.15 Uhr. Emotionen, Einsatz und Highlights. Der Auftakt der Halbfinalserie zwischen Bamberg und München bietet die erwartete Intensität. Und liefert mit dem 98:82 Auswärtserfolg der Bayern das erste Ausrufezeichen. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, und wir jetzt in den Playoffs den Schalter umzulegen. Also sind absolut als Team. Jeder kämpft für den anderen. Jeder, ja, wenn du heute mal nicht triffst, dann triffst du morgen und dafür trifft heute ein anderer. Und gerade in der Defense muss ich sagen, da kämpft jeder für jeden. Dabei kommen die Gäste in Rot nicht gut in die Partie. Bamberg, das auf Anton Gavel krankheitsbedingt verzichten muss, früh im Spiel. Casey Jacobson zum 10:2. Ab dem zweiten Viertel die Bayern aber komplett im Spiel. Auch dank Tyrese Rice, der mit 25 Punkten einfach nicht zu stoppen ist. Vor allem aber, weil die intensive Ganzfeldverteidigung der Münchner dem Meister keinen Zentimeter schenkt und der, wie in dieser Situation, den Ball nur schwer oder gar nicht ins Spiel bekommt. Bayern mit dem Ballgewinn, das Spiel zur Halbzeit ausgeglichen, 38:38. Viertel 3 und Bamberg ist wieder am Zug. Alex Renfro zur erneuten Führung, Freak City in Fahrt. Doch wieder einmal ist es Tyrese Rice, der die Bayern in Front bringt. 61:60 nach 30 Minuten. Ganz zur Freude von Präsident Uli Hoeneß. Und der sieht, wie sein Team im vierten Viertel davonzieht. Die Bayern überragend zu Beginn des letzten Abschnitts. Ein 18:3 Lauf innerhalb von 4 Minuten. Bamberg phasenweise vorgeführt. Nach 61:60 jetzt 79:63 der Zwischenstand. Die Brose Baskets versuchen in den letzten Minuten noch einmal alles. Casey Jacobson mit dem Dreier. Der Forward mit insgesamt 15 Zählern, zweitbester Bamberg-Scorer. Hinter Bostian Nachbar, der auf 22 Punkte kommt.
Doch die Bayern haben die passende Antwort in Form von Tyrese Rice. Mit dem 98:82 sichern sich die Münchner auswärts Spiel Nummer 1. Es war wohl auch ein großer Schritt, ich denke mal, aber wir müssen trotzdem auf dem Boden bleiben. Bamberg ist sehr, sehr stark, hat auch noch heute ohne Gabell gespielt. Und wir wissen, wie gut Bamberg ist und werden natürlich zurückkommen zu uns und wollen das Spiel auf jeden Fall wieder zurückholen. Ich glaube, am Ende des Tages kennen wir diese Situation. Wir haben es ein paar Mal in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, es geht um die Begründung, wo man verliert. Ich glaube, wir haben weitgehend das Spiel gehabt, wie wir das haben wollten. Bis zum Ende des dritten Viertels. Therese ist ein bisschen von uns gelaufen. Gerade Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel. Und dann haben wir die Koffer hängen lassen. Begegnung 2 aus München übertragen Sport1 und der Livestream auf sport1.de am Sonntag. Ab 19 Uhr live. Die BeKo Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?